Dass Daniel Radcliffe mehr kann als nur Harry Potter, weiß man spätestens seit dem Horror-Thriller Die Dame in Schwarz und Imperium, wo er einen Geheimagenten spielte, der quasi ein Skinhead ist. Und Swiss Army Man war auch ein ganz, ganz fantastischer Film, wo Daniel Radcliffe wirklich großartig war. Und auf dem Fantasy-Filmfest in Köln durfte die Filmfabrik jetzt seinen neuesten Film sehen, nämlich Jungle. Hier willkommen auf dem Format FF at FFF, wo wir ganz kurze Reviews machen zu den Filmen, die wir auf diesem Filmfestival gesehen haben, das sich eben mit Horror und Fantasy und Science-Fiction beschäftigt. Jungle ist aber weder noch, wobei das oft in die Richtung Horror geht. Es geht genauer gesagt um einen jungen Backpacker aus Israel namens Yossi Ginsberg, und der hat wirklich existiert und dessen Überlebensgeschichte ist auch ganz berühmt. Und in diesem Film geht es darum, dass dieser Backpacker Yossi, nämlich Daniel Radcliffe, nach Bolivien reist, dort auch neue Freunde kennenlernt und mit ihnen beschließt, in den Dschungel zu gehen. Und der bolivianische Dschungel ist halt zum größten Teil noch unkartografiert und dort kommt es zu ganz großen Problemen und eine große Überlebensgeschichte beginnt. Jungle wird keinen Kinostart bekommen in Deutschland, der wird sofort auf Blu-ray und DVD erscheinen. Der Film ist von Greg McLean. Greg McLean hat Wolf Creek 1 und 2 gemacht zum Beispiel. Also es ist ein Filmemacher, der Horrorfilme macht, aber eher kleine, unbekannte. Und jetzt mit Jungle hatte er, glaube ich, den großen Wurf vor, hat es aber nicht so ganz geschafft. Wie gesagt, in Deutschland bekommt der Film leider keinen Kinostart und das finde ich wirklich schade, denn Jungle hat mir zum Großteil wirklich extrem Spaß gemacht. Es hat verschiedene Gründe. Also einmal ist es vielleicht, wir haben den Film im Originalton gesehen, und vielleicht ist es etwas verwunderlich, wenn Daniel Radcliffe in seinem israelischen Akzent spricht. Das ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Das klingt einfach nicht korrekt. Aber man gewöhnt sich relativ schnell dran und dann entwickelt sich wirklich eine Überlebensgeschichte, die es so richtig in sich hat. Es sind wunderschöne Bilder, die da tatsächlich im Dschungel aufgenommen wurden. Außerdem gibt es Floßfahrten über sehr schnelle Wasserfälle, bei denen ich mich wirklich gefragt habe, wie zur Hölle haben die das hingekriegt? Denn es sieht tatsächlich so aus, als hätten die sich da auf den Floß gesetzt und das Ganze echt gemacht. Ich habe da keinerlei Computereffekte oder sowas erkennen können, und wenn doch, dann ist es unfassbar raffiniert gemacht. Ich glaube eher tatsächlich, dass sie es gemacht haben, und deswegen ist dieser Film auch gleichzeitig so unglaublich, ja, es hat einen wahnsinnigen Nervenkitzel, weil man auch zu jedem Zeitpunkt ungefähr nachfühlen kann, was die Figur gerade durchmacht, und dieser Film ist wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde spannend und erzeugt am Ende auch eine gewisse Gänsehaut. Es ist ein Film, der sehr an andere Überlebensgeschichten erinnert, wie zum Beispiel The Revenant, nur eben nicht so lang und nicht so episch ist wie The Revenant und auch nicht die ganz so krassen Bilder wie The Revenant hat. Ansonsten hat er mich auch sehr erinnert an Anaconda, weil der Film auch im Dschungel spielt. Einer Witz am Rande, der hat mich nicht an Anaconda erinnert, aber Everest. Everest ist ein Film, der dem sehr ähnlich ist. In Everest ging es ja auch um eine Gruppe, die auf einem an einem sehr schwierigen Ort des Planeten Erde quasi stranden. Und Daniel Radcliffe macht seinen Job wirklich überragend, und es ist einfach ein toller Film, wenn man schöne Aufnahmen vom Dschungel sehen will und gleichzeitig die Geschichte eines Mannes, der wirklich durch die Hölle geht, um zu überleben. Wirklich ein wahnsinnig interessanter Film, und ich möchte ihm auch, Jonas, was würdest du ihm geben? So 7 oder 8. 7 oder 8? Ich bin mal großzügig und gebe dem Film einfach mal 8 von 10 Punkten. Mir hat der wirklich wahnsinnig, warum klatschst du gerade? Weil du so großzügig bist. Oh Gott. Wie gesagt, dieser Film ist wirklich ein absoluter Geheimtipp, würde ich sagen. Wie gesagt, der wird keine großen Wellen schlagen, so wie es aussieht. Und das ist sehr schade, weil dieser Film wirklich von vorne bis hinten überzeugen kann. Das Schauspiel stimmt, die Dialoge stimmen. Die Figur von Daniel Radcliffe ist wirklich sehr mitreißend. Die ganzen religiösen Bezüge hätten nicht sein müssen, aber sind wirklich ganz minimal gehalten. Man merkt, dass dieser Film basiert auf einem Buch von Yossi Ginsberg, dem Typen, dem das wirklich passiert ist. Da merkt man, dass der wahrscheinlich viel mehr Religion, viel mehr mit Religion gearbeitet hat, um diese Tortur zu überstehen. Das wurde eben ein bisschen runtergefahren, und das ist eine gute Sache. Ansonsten fühlt sich dieser Film für den Zuschauer auch teilweise wirklich an wie eine Tour de Force, denn was diese Figur da durchgemacht hat, ist wirklich allerhand. Und am Ende hatte ich, wie gesagt, tatsächlich eine ziemliche Gänsehaut. Und ihr solltet jetzt auch eine Gänsehaut bekommen bei all den anderen Filmen, die wir auf dem Fantasy Filmfest besprochen haben und in Kürze reviewed haben. Da gab es ganz tolle Filme wie zum Beispiel Raw, wie Sicilian Ghost Story und
Weitere Filme, die mir gerade nicht einfallen, zum Beispiel The Crucifixion haben wir noch besprochen. Und deswegen habe ich euch hier mal die Playlist verlinkt zu unserem grandiosen Format FF@FFF. Schaut euch alle Videos da an und abonniert uns auch auf unseren Social-Media-Accounts. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf die Filmfabrik mit mir, dem Alper.